Die Fans von Sturm der Liebe mussten sich kürzlich an ein neues Gesicht gewöhnen. Nachdem Paulina Hobratzk jahrelang Valentina spielte, wurde die Rolle Ende 2022 von Aileen Ravagna übernommen. Es ist jedoch nicht die einzige Umbesetzung, die die Telenovela vorgenommen hat. Einer der auffälligsten Tauschs fand in der 7. Staffel von Sturm der Liebe statt. Bis dahin spielte Moritz Titel den Hauptcharakter Moritz van Norden. Als jedoch sein Zwillingsbruder Konstantin dazukam, ebenfalls von Moritz gespielt, hatte Moritz einen Unfall und musste sein Gesicht neu konstruieren lassen. Daraufhin übernahm Daniel Fünfrock den Part. Weniger auffällig war die Umbesetzung von Anna Lindberg, Pauls Oma. Während sie in Staffel 14 von Doris Buchrucker verkörpert wurde, kam sie in Staffel 18 von Christiane Blumhoff gespielt zurück. Den nächsten Swap hat überhaupt keiner bemerkt, da er kurz vor der Ausstrahlung passierte. Ursprünglich sollte Kiki Meder Miriam Saalfeld spielen, verließ die Serie allerdings vor der Ausstrahlung. Deshalb übernahm Ines Björk David die Rolle und drehte alle Szenen neu.